Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pathfinder Kingmaker. So, für mich ist das jetzt auch ein bisschen länger her. Ich hatte eine kleine Pause dazwischen eingelegt und deswegen muss ich mal schauen. Aber ich habe mich jetzt mal ein bisschen mit meinem Questbuch auseinandergesetzt. Ich wollte, ich glaube, letztes Mal hier die ganzen kleinen Quests mal mit den Leuten abarbeiten, aber ich habe gesehen, dass ich ja noch so ein kleines, da, dass die Nymphe mich noch zu ihren Gemächern eingeladen hat, ganz alleine. Und wir waren das letzte Mal ja auch schon mal da gewesen, hier in den Gemächern. Und hatten da, waren dann mit mehreren Leuten da. Das heißt, das Problem war, dass wir nicht allein gekommen sind. So, jetzt habe ich unser Inventar komplett leer gemacht, bis auf zwei Rastvorräte und einen Unsichtbarkeitstrank. Man weiß ja nie so, wen man so unterwegs trifft. Und ich würde einfach mal losziehen. Ich würde das einfach nochmal kurz speichern. Und dann geht es los. Und ja, mal gucken, was die Nymphe da quasi uns zeigen will, dass kein anderer sehen will. Ich bin echt mal gespannt. So, okay, also. Ich raste mal ohne Rastvorräte. Okay, durch mein Lager. So. Bin ja selber Jäger, da habe ich schon einen bekommen. So, fahre ich mal fort. Ich habe mal zwei mitgenommen, man weiß ja nie. Wenn es mal nicht klappt, da hat man wenigstens einen. So. Versuchen wir mal auszuweichen. So. Du bist ein Gegnererfolg. Wunderbar. Dann reisen wir mal weiter. So, ich bin schon wieder erschöpft. Dann machen wir wieder die Ruhepause. Und fahren fort. Na, super. Ja, mit meiner Platte bin ich halt nicht der Schnellste. So. Ah, sind wir schon? Ne? Ah ja, okay. Dann reisen. Dann nochmal ruhen. Aber ich bin ein guter Jäger. Wir sind heil angekommen. Das ist doch schon mal gut. Da bin ich ja mal gespannt. Was siehst du für mich? So. Ja, ich würde sagen, ich habe letztes Mal hier schon mal umgesehen. Und dann. So, wo war es denn? Athletik und da konnte ich was angucken. War das ja der Baum? Mal schauen. Ah, passiert was. Oha. Oha. Hüterin der Blüte. Die bekannte Silhouette der Nymphe erscheint zwischen den Monstern. Der Geruch gefühlt blühender nochmal. Frühlingsweiden umgibt euch nach wie vor. Und der Wind streicht durch ihr Haar. Doch nun verzerrt ein unfreundliches Lächeln das Gesicht. Oh, ihr seid gekommen. Und alleine, wie er beten hatte. Wisst ihr nicht, dass mein treuer Hund, dass allen beleuchteten Blumen zugleich die giftigsten sind? Ich habe euch geholfen. Es liegt keine Ehre im Angriff auf mich. Gebt daran nicht mir meine Schuld, sondern der Krone,
die ihr habt, auf all euren erhalten habt. Wenn sie nicht wäre, die Nymphe schweigt, scheint die Blätter zum Lachen. Okay. Wie oft habe ich schon gesehen, wie die Länder und Königreiche zu Staub erheben, aus dem Staub erheben, nur um dann wieder zu Staub zu werden. Ebenso wird es auch eure Baronie ergehen. Denn was ist eine Baronie ohne ihren Baron? Alles geschieht, wie es geschehen muss. Die Raublande bleiben niemands Besitz. Sterbt oder flieht, denn ändern könnt ihr eh nichts. Sterbt oder flieht, ich glaube... So, Pause. Ich habe einen Unsichtbarkeitstrank mit. Den würde ich doch mal gleich mal nehmen. Na komm. Bin unsichtbar, so eine Athletikprobe. Bam. Okay, das war nichts. Versuchen wir es gleich nochmal. Oder kann ich hier raus? Ist das Tor zu? Nein, das Tor ist offen. Ich bin unsichtbar. Hey du Bär. Geh weg, Bär. Da ist eine Falle. Da ist noch eine Falle. So. Ja, komm. Alle runtergefallen. Das ist auch nicht schlecht. So. Ja. Nein. So, dann letzten Spielstand laden. Okay. Das sollten wir vielleicht nicht tun. Okay, versuchen wir es einfach nochmal. So, das ist die liebe Nymphe. Dann sagen wir doch mal dasselbe. Dann nehmen wir mal unseren Unsichtbarkeitstrank. Werden wir unsichtbar, aber diesmal gehen wir hier mal hoch. Vielleicht klappt das ja jetzt besser. Ah, nein. So. Okay. Jawohl. So. Den kriegen wir wahrscheinlich tot, hoffentlich. Oh, da ist eine Falle, oh Gott. Fallen entschärfen bin ich nicht der Beste. Ja, aber ich krieg schon mal Schaden. Und er trifft mich nicht.
Kann sich nur um Stunden handeln. Ah, Fehlschlag. So, habe ich denn da alles? Da sieht man irgendwo, wie viel er noch hat. Aber er trifft mich nicht, das heißt, das ist schon mal gut. Da kriegt ihr jetzt mal ganz schön eins auf die Nüschel. Rutsch. Ah, 8 Schaden jedes Mal. Das ist schon mal gut. 7. Na, komm, daneben. Na komm. Der heilt sich aber auch. Jede Runde um 3. Wenn ich nicht treffe, hat er wieder volles Leben oder was? Oh Gott. So. Waffe des Verderbens, plus 2. Wams, ja, der ist schon mal gut gewesen. Jawohl. Das war's mit ihm. So, was hat er denn dabei? Eine Sense, ein bisschen Zeugs und eine Rüstung. So, ich würde mal sagen, ich speichere mal ab. Und guck mal, dass ich um die Falle herumlaufe. Oh, da ist ja noch was. Ja, nehmen wir mal mit. So. Eine Beweglichkeitsprobe. Das heißt, da würde ich doch gerne mal vorher wieder volles Leben haben. Und speichern und runter. Jawohl. Schubs. So. Eine Falle. Mit Tricks. So, jetzt sieht das schon mal. Ach so, ich bin im Kampf, deswegen kann ich nicht speichern. Okay. So, aber ich habe noch einen Unsichtbarkeitstrank. Den rüste ich nochmal auf. Aus. Und trinke den einfach nochmal. Und dann schauen wir uns das hier mal die Gegend mal an. Du gehst hier mal
Okay, da geht's nicht weiter. Und ich konnte auch nicht rausgehen, weil ich im Kampf war. Okay, wie soll ich denn dann fliehen? Hier durch? Durch die Wölfe? Ja, hallo Wölfe. So. Suche ich mal die Wölfe. Niederzuringen und dann. Ah, guck mal, schaut mal da. Da kann man durch. Ach, komm, Fehlschlag. Ach, nee, du musst nur einmal. Ja, jetzt. So, der ist weg. Den Wolf kriege ich auch noch. Ah, da liegt schon noch mit an. Liegt noch jemand rum? So, kritischer Treffer. Boah, wunderbar. So, was hat er denn noch dabei? Himmelsmetall, fortwährende Bewegung und ein Unsichtbarkeitstrank. Okay. Und dann hauen wir mal ab. So, schauen wir mal vorher ins. Gehen wir raus. Ja, wir wollen gehen. Und dann schauen wir mal kurz ins Questlog, wo es jetzt hingeht. Weil die Nymphe, die scheint ja doch nicht so gut zu sein. Dann schauen wir mal ins Questlog. Und also Nymphe schlug Märchen zu kommen, um einen alten Baum in den mitten in Wäldern zu laden. Wie es scheint, will die Nymphe Belohnung vom Baron kommt. Ja, das hat man ja gehabt. Kein neues Questbuch. Okay. Das heißt, wir kommen dann nochmal wieder. Und werden dann. So, wir reisen erstmal weg. Dann werden wir nochmal wiederkommen in die Gemächer und vielleicht nochmal die Monster dann besiegen. Fortfahren. Ja, ich seid erschöpft. Das muss ich jetzt gleich mal schauen, wo es jetzt als nächstes hingeht. Ich werde jetzt zurückreisen, mir nochmal meinen Questlog anschauen und dann einen kleinen Plan machen, wo ich als nächstes hinreise. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zusehen, auch wenn die Folge ein bisschen kurz war oder für überraschend. Und dann bis zum, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.